So, Freunde, willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man einen Ledger Nano S einrichtet, wie man die neueste Firmware draufzieht, wie man die Wallets installiert und auch wie man eine Wallet benutzt. Also wirklich ein Rundumschlag und ein Komplettpaket. Viel Spaß beim Video. Ja, zuallererst schauen wir uns einmal den Lieferumfang an. Da gekommen ist so ein kleines Paket, so ein bisschen im Samsung- und Apple-Stil. Darin enthalten ist ein, ja, sieht aus wie ein USB-Stick, ist aber wirklich eine kryptografisch gesicherte Hardware-Wallet, so ziemlich das sicherste, was es im Moment gibt. Und das Ganze habt ihr sicher schon 100 Mal auf YouTube gesehen, deswegen halte ich diesen Teil mal relativ kurz. Es gibt zwei Knöpfe an der Oberseite, die ihr zur Menüführung benötigt. Zum Bestätigen immer zwei Knöpfe benutzen, ein kleines Display und einen USB-Anschluss. Mehr ist da eigentlich nicht zu sagen. Dann gibt es noch eine kleine englische Anleitung, sowie eure Seed-Karten für die 24 Wörter, die wir gleich eintragen müssen, ein USB-Kabel zum Verbinden mit dem PC und für die Krypto-Nerds unter euch, die ihre Wallet immer dabei haben möchten, Utensilien, um zum Beispiel am Schlüsselanhänger das Ganze mitzunehmen oder sich die ganzen Wallets um den Hals zu hängen. Ja, als allererstes würde ich sagen, fangen wir mal an mit der Wallet-Einrichtung an sich, mit der Ledger-Einrichtung an sich. Das Ganze halte ich mal am besten kurz mit einer kleinen Übersicht und ein, zwei Bildern. So, als erstes müssen wir unseren Ledger erstmal auspacken und mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit dem PC verbinden. Das Ganze dient erstmal nur zur Stromversorgung. Die Ersteinrichtung passiert erstmal komplett am Ledger. Nach einer Willkommensnachricht bekommt ihr erstmal so eine Kurzeinführung, das ist wirklich eine minimalst kurze Einführung. Da wird erklärt quasi, dass man mit links und rechts sich durchs Menü durchklickt und dass man mit beiden Tasten zusammen dann bestätigt. Schritt 2 ist dann die Eingabe des PIN-Codes. Das geht auch übers Menü eigentlich relativ schnell zu verstehen. Mit der linken Taste geht die Zahlen runter, mit der rechten Taste geht die Zahlen hoch. Mit Doppelklick auf beide Tasten bestätigt ihr die Nummer. Und dann geht es weiter zur nächsten Nummer. Der minimale PIN-Code ist vierstellig, ihr könnt aber auch mehr Zahlen nehmen. Ja, wenn ihr das ausgewählt habt und bestätigt habt, kommt ihr schon zu Schritt 3 und da wird es ein bisschen interessanter. Und zwar müsst ihr dann euren Recovery Sheet eintragen, notieren auf die mitgelieferten Zettel, die ihr da im Hintergrund seht. Ihr könnt natürlich auch euch das theoretisch ausdrucken oder auf dem PC notieren, allerdings wird es dann natürlich wieder unsicher. Ich empfehle daher auch auf jeden Fall, das Ganze nur auf den mitgelieferten Karten einzutragen. Das ist auch sehr übersichtlich, 1 bis 24. Die Reihenfolge ist auch wichtig. Also das Ganze sieht so aus, dass im Ledger dann ein Wort nach dem anderen auf Englisch angezeigt wird. Zum Beispiel jetzt Cat oder sich Edge oder sowas. Dann tragt ihr die am besten in Druckbuchstaben ein, alle 24, und drückt immer mit dem Pfeil nach rechts auf die nächste. Also ist auch sehr übersichtlich und sehr einfach. Und wenn ihr die alle abgespeichert habt, dann müsst ihr das Ganze nochmal bestätigen. Da kriegt ihr nochmal so eine Auswahl. Da müsst ihr dann zum Beispiel Wort 5 nennen oder Wort 7 oder Wort 20. Ja, und dann ist euer Ledger schon an sich eingerichtet. Also wie gesagt, die Ersteinrichtung am Ledger selber ist wirklich denkbar einfach. Jetzt kommen wir mal zur Einrichtung am PC. Und die ist ein bisschen umfangreicher. So, nachdem wir jetzt die Schritte am Stick durchgeführt haben und der Ledger so eingerichtet ist, können wir jetzt hier am PC weitermachen. Dazu gehen wir jetzt erstmal in den Chrome-Browser und auf diese Domain ledgerwallet.com/apps/manager. Dann seid ihr direkt auf der Herstellerseite und könnt hier direkt die Software runterladen. Das mache ich jetzt mal eben kurz. So. Jawohl, hinzufügen. So, jetzt haben wir hier den Ledger Manager hinzugefügt und starten den einmal direkt. Jetzt wird die Verbindung per USB-Anschluss schon gefunden. Und bevor wir jetzt eine Wallet installieren, machen wir erstmal ein Firmware-Update. Das findet ihr hier direkt hier. Und da gab es jetzt auch aktuell eine neue Firmware. Und die größte Verbesserung ist einfach, dass man jetzt mehr als fünf, ich meine es waren vorher fünf, mehr als fünf Wallets auf dem Ledger installieren kann. Deswegen hauen wir uns die einmal auf den Ledger drauf. Jetzt müssen wir uns einmal hier, das mache ich mal eben kurz nebenbei, hier am Ledger einloggen, den PIN eingeben, den ich eben hinzugefügt habe. Das dauert jetzt hier ein Momentchen. Jetzt fragt er mich, allow Ledger Manager, dann sage ich jawohl. Und jetzt steht hier Processing. So, dann warten wir mal kurz ab. Jetzt fragt er mich, Update Firmware auf 1.4.1, sage ich jawohl. Da muss ich nochmal meinen PIN eingeben, also wie ihr seht, hier höchste Sicherheitsstufe. PIN ist eingegeben. So, jetzt steht hier die Meldung, MCU Firmware ist outdated.
The device MCU must be updated using the Ledger Manager app. Press and hold 5 seconds the button close to the USB when you plug in. Update is mandatory. Press buttons to restart. So, also nehmen wir jetzt einmal den USB-Anschluss draus, drücken den Knopf direkt am USB-Anschluss und stecken dann den mal rein und lassen ihn 5 Sekunden gedrückt. Und jetzt erscheint hier eine Meldung Bootloader. So, ihr hört, da passiert jetzt auch was. Jetzt erscheint hier die Meldung Update auf meinem Ledger. Das sieht gut aus. So, okay. So, nach ungefähr einer Minute jetzt ungefähr hat er das Update scheinbar abgeschlossen. Ich werde wieder dazu aufgefordert, den PIN einzugeben. Das mache ich mal eben kurz. Alles klar. Auf meinem Bildschirm sehe ich jetzt Settings und wie ihr seht, hat es scheinbar geklappt. So, jetzt steht hier auch Firmware-Update ist erledigt. Guck mal eben nochmal hier. Keine neuen Updates, also können wir jetzt an die Wallets gehen. Und installieren uns mal testweise einfach eine, ja, die Bitcoin Wallet. Klicken drauf. Jetzt fragt er mich Allow Ledger Manager. Ich sage mit dem rechten Button ja. Processing. Und die Wallet ist, wie ich jetzt auf dem Bildschirm sehen kann, installiert. Dann installiere ich mir nochmal eben kurz eine. Hier können wir einmal auch drüber gucken, was es alles gibt. Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold. Einmal kurz die grobe Übersicht, was es alles so gibt aktuell. Ich hau mir jetzt noch mal eben kurz eine Ethereum Wallet drauf und dann noch eine Litecoin Wallet, wenn es die denn gibt. Aber müsste eigentlich, ich guck mal hier eben. Da ist er. So, auf dem Ledger kann ich jetzt hier durchswitchen. Kann jetzt hier mir die Bitcoin Wallet anzeigen, die Litecoin Wallet und die Ethereum Wallet. So, jetzt haben wir ja die Apps installiert und damit hat der Ledger Manager quasi schon seinen Dienst erstmal erfüllt. Jetzt wollen wir natürlich auch mal in die Wallets reinschauen. Dafür geht man dann nochmal zurück hier auf ledgerwallet.com und gehen mal hier nur so /apps rein. Und dann sehen wir hier schon die verschiedenen Apps. Jetzt machen wir jetzt zum Beispiel mal die Ledger Wallet Bitcoin, suchen wir uns jetzt mal raus. So, einmal schauen wir hier runter, scrollen, Ledger Wallet Bitcoin. Wir haben jetzt hier den Chrome-Browser gerade aktiv, also müssen wir hier das auswählen. Das mache ich mal eben kurz. Hinzufügen, App hinzufügen, jawohl. Und jetzt ist neben dem Ledger Manager auch noch hier eine zweite App dazugekommen, Ledger Wallet Bitcoin. Jetzt können wir da einmal reinschauen, starten die App. So, gestartet. Und dann sagt er, wir sollen entsperren. Ich gucke mal gerade auf meinem Gerät. Ist eigentlich entsperrt. Wir müssen aber jetzt in diese jeweilige App rein. Also jetzt muss ich quasi mit Bitcoin auswählen hier auf dem Ding und mit beiden Knöpfen bestätigen. Jetzt fragt er, jawohl, das war es schon. Jetzt wollen wir uns hier eine Bitcoin Wallet einrichten. Also nehmen wir Bitcoin. Dann fragt er jetzt alte Adresse oder Segwit. Na, wir nehmen natürlich Segwit. Und dann wird jetzt unsere Wallet eingerichtet und synchronisiert direkt. Das dauert wieder ein paar Minuten, ein paar Sekunden. So, und zack, da sind wir schon in der Wallet-Übersicht. Da gibt es einmal die Übersicht Accounts. Also man kann sich auch mehrere Accounts machen. Ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant für mehrere Use Cases quasi. So sage ich mal einen öffentlichen Account, wo man Geld drauf bekommt oder so und sich das dann intern hin und her schickt. Oder man hat zum Beispiel ein besonderes Konto für zum Sparen oder irgendwie sowas. Das gibt es auf jeden Fall hier unter Account hinzufügen. Dann gibt es hier einmal die Übersicht, wie viele Bitcoins hier gerade drauf sind in der Wallet. Die letzten Vorgänge, die Senden-Funktion, die Erhalten-Funktion. Da kann man sich auch nochmal die Adresse anzeigen lassen. Das ist die öffentliche Adresse, die ihr angeben müsst, wenn ihr was bekommen wollt. Da kann man auch schon eingeben, wie viel man gerne haben möchte. Hier zum Beispiel, ich hätte gerne 10 Bitcoins. Also wenn mir jemand 10 Bitcoins an diese Adresse schicken möchte, sehr gerne. Ansonsten ändert sich dann hier auch der QR-Code. Man kann den dann ausdrucken oder verschicken. Und derjenige, der den dann halt fotografiert oder bekommt, der hat halt schon alle Daten, also quasi Adresse und die Anzahl der Bitcoins schon vorgegeben. Jetzt erscheint die Adresse auch nochmal hier auf meinem Ledger. Die drücke ich jetzt mal mit OK hier weg. Und dann gibt es hier noch Einstellungen.
wenn man sich damit nicht so gut auskennt, kann man hier erstmal alles so eigentlich lassen, wie es ist. Einmal die Anzahl Einheit, dann die Umrechnungskurse. Da kann man zum Beispiel Euro einstellen, wenn man möchte. Die Region, das stand jetzt eben beim ersten Test, stand das zum Beispiel auf Belgien, das kann man nochmal umstellen. Die Sprache, wenn man möchte, kann man umstellen. Dann, was gibt es noch? Transaktionsgebühren, ob man das standardmäßig auf normal, wenn man das Geld nicht sofort braucht oder die Bitcoins nicht sofort braucht, dann kann man das auch ein bisschen runterstellen. Dann spart man halt auch Transaktionsgebühren. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, schicken wir uns jetzt mal die ersten Bitcoins hier auf die Wallet drauf. So, zum Testen habe ich mir jetzt 0,001 Bitcoin rübergeschickt von Coinbase in diesem Fall. Dazu habe ich einfach nur die Adresse unter diesem Link hier kopiert. So, und bei Coinbase eingegeben unter Senden. Kann man hier auch nochmal reinschauen. 0,01 Bitcoin ist unterwegs, noch unbestätigt, hat also funktioniert. Dann würde ich sagen, warten wir jetzt mal ab, bis die bestätigt ist und dann senden wir mal was. So, wenn wir jetzt hier gucken, ist die Transaktion bestätigt und ich kann über meine Bitcoins verfügen. Jetzt machen wir einfach mal was ganz Doofes. Wir schicken uns mal selbst Geld. Mal gucken, ob es funktioniert. Also ich gehe jetzt mal auf Erhalten. Dann wird mir hier wieder die öffentliche Adresse angezeigt, die ich abgeben kann. Die kopiere ich mir einmal und diese wird auch nochmal auf dem Ledger angezeigt. Und hier steht nochmal extra drauf, dass wenn die Adresse nicht übereinstimmt, kann man hier das auch weg-xen auf dem Ledger. Das mache ich jetzt mal eben testweise. Dann kommt auch direkt eine Meldung. Achtung, Sie sind gehackt worden. So, das, aber machen wir jetzt nochmal neu. Das war nochmal so zur Info. Also alles wirklich sehr sicher gehalten und lieber einmal zu viel gefragt als zu wenig. Jetzt kopiere ich mir die öffentliche Adresse. Sag hier bestätigen. Geh mal hier auf Senden. Mach mal jetzt hier als Betrag 0,0001 Bitcoin. Mach mal 0, so 80 Cent als Wert. Bitcoin-Empfängeradresse, die ich mir gerade kopiert hatte. Und zu belasten Account, also ich könnte ja jetzt hier noch mehrere Accounts hinzufügen. Das können wir auch gleich mal gucken. Nehmen wir jetzt natürlich den Hauptaccount. Transaktionsgebühren setzen wir mal auf, lassen wir auf Standard. Wir machen jetzt mal auf Senden. So, jetzt wird die Transaktion verifiziert. Bitte überprüfen Sie die Transaktion auf Ihrem Gerät. Jetzt sehe ich hier die Empfängeradresse, die ich natürlich logischerweise kenne. Die bestätige ich jetzt einmal. Confirm Transaction, fragt er mich jetzt hier, zeigt mir an, wie viel ich sende und zeigt mir sogar die Fees an. So, senden erfolgreich. Also ich musste quasi zweimal bestätigen und dann wird die Sendung quasi geschickt. Und jetzt sehen wir hier lustigerweise, man kann sich tatsächlich selbst Geld schicken. Das war jetzt nur mal so zum Testen. Wir haben jetzt 85 Cent verschickt, 5 Cent gehen als Miner Fee weg und 80 Cent kommen zurück quasi. Aber man sieht auf jeden Fall, es funktioniert. Dann schauen wir uns nochmal eben kurz an, wie man sich einen neuen Account hinzufügt. Ich mache jetzt hier mal einen neuen Account, den nennen wir jetzt einfach mal Sparschwein zum Beispiel, Farbe Waldgrün hinzufügen. Und schon haben wir hier mehrere Accounts und können hier zwischen den Accounts switchen. Das ist jetzt mein Account Sparschwein und hier kann man dann auch wieder was drauf erhalten und senden. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal so für die Ersteinrichtung des Ledger Nano S. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Anregungen, könnt ihr die gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann würde ich dazu vielleicht nochmal ein zweites Video machen. Ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und sage bis später. Tschüss.